Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarun zu einem neuen Part. Dementium mit dem Zwergenfürst. Ich glaube, im letzten Part haben wir gegen den, ich habe ihn so schön Manfred genannt, gegen den Zombie hier gekämpft. Mit seiner Spritze und seiner Hackaxt. Wir versuchen es heute noch einmal. Der Versuch ist jämmerlich gescheitert beim letzten Mal. Au! Da werden wir von hinten angegriffen. Der ist jämmerlich gescheitert, der Versuch. Aber ja, den Versuch ist es wert. Wir werden uns heute daran versuchen und ja, passt zu Halloween heute. Und dann werden wir uns heute hier mal ein bisschen probieren und ja, bis einer heult, wird es jetzt hier in den Kampf gehen. Ja, ich hoffe, ich stürze das nicht zu sehr, aber ja, bin halt noch nicht weiter gekommen, habe halt nur noch diesen Kampf, den ich irgendwie zeigen kann. Und ja, ich streng mich an, ich gebe mein Bestes, und mein Bestes, ihr wisst es selbst, ist manchmal, ja, nicht gerade ultimativ. Dann stürmen wir mal in den Raum. Und da ist er, der Manfred, beim Kochen. Okay. Zack. Da können wir schon den ersten Shot verteilen. Ja, die Taktik lautet folgendermaßen. Rennen. Rennen um sein Leben. Zack. So, und jetzt weiter. Bis der uns ja nicht trifft. Wird eh schon geschwächt. Ja, das sollte nicht passieren. Die Taschenlampe können wir hier nicht verwenden, weil die ist eher schlecht hier als recht. Ist dann eher nicht verwendbar. Och, der schnauft auch hier so brutal. Und wenn der still bleibt, dann können wir abhauen hier, während der steht. Die Steuerung ist ein bisschen kacke. Ach ja, jetzt kommen auch noch diese Schleimviecher hier. Ja, die Anzeige ist rot. Ich gebe mein Bestes. Zack. Okay, der ist schon bis zur Hälfte geschlitzt hier. Aber halt nur bis zur Hälfte. Und ich schon mehr als die Hälfte. Das kann kritisch werden. Wird auch kritisch. Der rennt jetzt hier hinter mir her. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und so vor. 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 Das war kein guter Treffer. Zack. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Ich sagte zurück. Und vorwärts. Und vorwärts, und vorwärts. Der trifft uns, der trifft uns. Sieht besser aus als sonst immer, als in den anderen Aufnahmen, aber... Ah! Und das war's. Der letzte Atem. Last breath. The breath of the wild. Of the death. Ich habe das Spiel bisher gemieden. Part 3 ist rausgekommen. Ja, und der nächste Part kam hier raus. Part 4 kam hier raus. Doch jetzt kommt er raus. Weil der Bosskampf hier, der hat mich ziemlich abgeschreckt. Und da habe ich gesagt, nee, lass mal lieber. Keinen Bock auf das. Was soll's. So, ein weiterer Versuch. Gebe ja immer mein Bestes. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hier mache. Vor der Kamera. Weil ich vor der Kamera dann doch immer, jetzt kaum glauben, aber vor der Kamera doch immer besser bin als außerhalb der Kamera, also in real life, privat. Dass ich mich da doch ein bisschen mehr anstrenge. Und halt auch dann weniger faile. Und rennen. Rennen, sagte ich, rennen. Das geht hier nicht, ich weiß, das geht in Horrorspielen nie, das Rennen. Aber hier ist es mal nötig. Also schnell schleichen, wie du kannst. Ist auch eine unlogische Sache. Warum überhaupt
Rennen hier nicht möglich ist in Horrorspielen. Ich, wenn ich in so einem Raum hier wäre, in so einer Klinik oder generell in Gruselhäusern, ich würde doch die Beine in die Hand nehmen und rennen, wie ich nie gerannt bin. Oder würdet ihr das nicht auch tun? Oh, ich bin weiter als sonst. Das muss nichts heißen, weil gleich werde ich wieder gekillt. So, vielleicht schaffst du sogar diesmal. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Drei Munition haben wir noch. Drei Patronen haben wir noch drin. Diesmal sehr positiv. Der kommt gleich von hinten. Oder von vorne. Okay, schnell zurück. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich sehe den Balken oben gar nicht. Oh Mist. Und mit der ist schon fast tot. Das könnte ich diesmal hinkriegen. Es ist möglich. Auch wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, ist es möglich. Oha, er kommt von der falschen Seite. Mist. Jetzt wird's kritisch. Zack. Ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn besiegt. Der ist doch tot. Nice. Ich kann weiter. Ich kann durch die Tür vielleicht. Nice, ich hab's geschafft, endlich. Speicherpunkt finden. So, cool. Coole Sache. Fahrstuhl. Ich brauche einen Speicherpunkt. Speicherpunkt, Leute. Speicherpunkt. Heilung. Ja, Heilung. Schön und gut. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich will einen Speicherpunkt. Muss da an den Fahrstuhl rein oder was? Use. Ich gehe erst mal auf irgendeine Etage. Etage 1. Vielleicht ist da irgendwo ein Speicherpunkt. Wäre schön. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Wenn ich irgendwo speichern könnte. Oh, geht's wieder raus oder was? Speicherpunkt! Wenn ich wieder zu dem Ort zurückkommen und nochmal gegen Manfred kämpfen müssen. Jetzt kommen hier wieder massiv viele Gegner. Kenne ich doch. Und kein Speicherpunkt. Das ist so brutal in diesem Spiel hier. Okay, der Blitz erhält mir einiges. Storyline. Und sie hier. Sie hat einen Schlüssel. Den muss ich mir holen. Hier kommen bestimmt wieder irgendwelche Monster auf dem Weg. Iron Key. It's an Iron Key. Okay. It's too danger to go alone. Take this. Na, mein Englisch. Allein. To go alone. Eine Parkbank. Schön und gut, aber ich brauche eine fucking Speichersache. Okay. Komm ich hier rein? Ja. Und das war der Iron Key. Sind wir weiter als je zuvor. Speicherraum. Jetzt drehe ich mich auf den Boden. Die Steuerung ist ja ein bisschen, ja, nun ja, blöde. Von dem nächsten Bosskampf vielleicht mal ein Speicherpunkt. Wäre ich sehr dankbar für. Die Anstalt von außen. Und da gehen wir wieder rein. Vielleicht gut, vielleicht auch nicht. Fahrstuhl. In Etage 5 sollen wir also. Okay, dann fahren wir mal in Etage 5. Und das gibt uns das Spiel irgendwie ein bisschen vor, in welche Etage wir müssen. Na komm. Schöne Lift-Animation. Bitte. Bitte gib mir doch mal einen fucking Speicherpunkt. Irgendwo. Ja, hier der nächste. Nein, ich will jetzt hier nicht sterben. Verdammt. Verdammt. Nein, nein. Nein, der letzte Speicherpunkt. Nein.
Oder habe ich den jetzt besiegt? Bin ich jetzt hier wieder in der. Jetzt bin ich hier wieder in der heilen Halle, habe ich gespeichert. Das wär's ja jetzt, wenn wir das nicht gespeichert hätten. Das wäre blöd. Okay, kämpfen wir uns wieder vor Ort. Voran. Okay. Ich müsste mal die Waffe ziehen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Und deutlich um die Ecke gehen hier. Okay. Da brauche ich einen Code, um weiterzukommen. Den ich nicht habe. Dann also wieder runter. Ich lade auch so spät auf meinem Kanal hoch. Damit die Kleinsten von den Kindern schon im Bett sind. Eine Kirche. Ein Sarg. Ach du Schande. Kann ich den öffnen oder was? Oh, den Sarg öffnen. Ins Lockt. Sakristei. Ins Lockt. Okay. Hier würde ich aber ungern beten. Okay. Da gibt es irgendwas, was ich nicht aufheben kann. Okay. Immer eine Küche gewesen. Ich will meine Beichte ablegen. Der Beichtstuhl. Okay, scheint so, als müssten wir dort rein. Es würde es keinen anderen Weg geben. Alle Türen sind verschlossen. Okay, hier irgendwo war ein Zombie. Da müssen wir uns drauf gefasst machen. So. Die hat keine... die hier hat keine Patronen mehr. Da muss ich wohl die hier nehmen. Ah, da ist er. Werner, weg da. Weg von mir. Ach, der greift auch noch an. Oh, scheiße. Ich bin sehr geschwächt. Gib mir Heilung. Ich fordere Heilung. Bevor noch ein paar Zombies kommen. Das sieht ziemlich rein hier aus. Noch keine Blutflecken. Ich nehme die Heilung. Perfekt. Hier ist nichts in der Kammer. Erstaunlich steril. Das heißt, hier waren die Monster noch nicht. Hier ist noch kein Zombie lang gewuselt. Scheint ein Safe-Raum zu sein, wenn es hier so steril ist. It's locked. The door is locked. Speicherpunkt. Ich würde gerne speichern. In einem Speicherpunkt. Die sind ja hier sehr rar verteilt, die Speicherpunkte. Gibt's sehr, sehr wenige von. Draußen regnet es. Hier sind wir wieder in einem blutigen Raum. Und hier kommen wir nicht weiter. Hier werden wir nur gefressen hier. Und Würmern. Ja, schön. Hier im Safe Room irgendwo. Speicherpunkt. Wäre ganz nett. Vielleicht. Wieder Heilung. Dann ging's zurück oder was? Da kamen wir her wahrscheinlich. Speicherpunkt. Ja, da kamen wir her. Okay, zerstörte Scheiben. Pharma-Tree. Da gibt's Heilung. Jo. Ich hätte trotzdem gerne einen Speicherpunkt. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ich hätte ganz gerne einen Speicherpunkt. Spielbar, Speicherpunkt. Speicherpunkt. Das sind immer diese roten Bildschirme. Wenn jemand einen roten Bildschirm sieht, dann schreit er. Das sind grüne Bildschirme. Hier irgendwo weiter. Hier sind wir auf der anderen Seite dieses zerstörten Fensters. Durch die Tür vielleicht. Können wir durch die durch. Wenn die mal nicht lockt ist. Ist sie nicht. Ach so, da sind wir wieder hier in diesem Schlamassel. Wie kommen wir hier weiter? Wie kommen wir durch? Verrätst es mir. Durch die Tür hier. Jung.
Okay, da brauche ich Schlüssel für diesen Tresor dort. Hier lauert es doch bestimmt irgendwo in der Ecke ein Zombie. Liegt viel rum, was ich nicht aufheben kann. Ins Lockt. Genau. Ein Wohnzimmer, hier ein Arbeitszimmer scheint das zu sein. Okay. Okay, interessant. Ein Badezimmer, ein Waschzimmer. Speicherpunkt, bitte Speicherpunkt, verdammt. Okay, da kleben sie an den Decken. Ich wusste gar nicht, dass Zombies an den Decken hängen. Ihr solltet schreien, wenn ihr einen roten Bildschirm seht. Hier ist ein roter Bildschirm. Speicherpunkt. Ja, ich möchte speichern. So, Spitze. Haben wir zwischengespeichert, haben wir den Manfred besiegt. Und die Leuchtenbatterie, die Taschenlampenbatterie geht nie alle. Auch ulkig. Ja, wie auch immer, ich speichere jetzt hier zwischen und sage euch, drückt mich nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr, keinen neuen Part Dementium verpassen wollt. Ja, dann noch einen schönen Halloween-Abend euch. Gruselt euch nicht zu wenig und dann gehabt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao.